Und wieder willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 2 mit mir, dem Punch, wo wir jetzt hier die Stadt einnehmen werden mit unserem Onkel Mario, der uns hoffentlich jetzt nicht ganz so sehr anfauchen wird, weil wir ihn im Stich gelassen haben anfangs. Wir reden einfach mal mit ihm. Ezio, was tust du denn hier? Wir Verantwortung übernehmen. Pieri belästigt euch nur wegen mir. Der Pazzi. Pieri belästigt uns, weil er Templer ist Da knallt und jemand die wir Tür schon wieder. Assassinen. Wie auch immer. Ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Hi. Das Südtor. Mario und seine Männer beim Attentat auf Vieri de Pazzi. Ja, jetzt kriegen wir auch noch den Pazzi dazu. Der uns schon die ganze Zeit ein Dorn im Auge war. Der Verräter. Der unter anderem Mitschuld dran war, dass unser Vater gehängt wurde. Der wird jetzt dran glauben. Okay, ganz leise. Wir müssen uns anschleichen. Da könnten überall Wachen sein. Keine Wachen? Gut, keine Wachen. Nein, auch keine Nun Wachen. Gut, Ezio. Hier ist der Plan. Also. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Ja, guck mal, wie blöd die Bots sind. Die laufen einfach gegen das Gitter. Also das ist natürlich auch die beste Verteidigung, wenn man durch die Mauer gehen kann. Wurfmesser. Tsching. Wurfmesser sind was Tolles. Wurfmesser. Wir sind eine Assassine. Ei. Zick. Und den nächsten. Und da hinten ist noch einer. Assassino. Aber natürlich. Zick. So. Die haben uns anscheinend schon irgendwie erwartet, wenn sie das Tor schon runtergelassen haben. Weil so offensichtlich war unser Angriff und auch wieder nicht. So, jetzt müssen wir hier noch. Guck mal, der steht einfach ganz blöd rum. Ja, jetzt tut er was. Zick. Aufgespießt. Jetzt müssen wir unseren Leuten helfen. Zack. Kill Animations sind immer noch ein bisschen cooler wie im ersten Teil. Oder als im ersten Teil. Zing. Noch wesentlich einfacher, wenn man jetzt zum Beispiel hinter einem Gegner steht, dass man ihn einfach abstechen kann. Abschlachten. Ach, man kann nicht die Waffen hier aufnehmen. Sind drin. Waffe aufheben. Hier lang, Männer. Waffe aufheben. Zing, jetzt haben wir eine neue Waffe. Manchmal sind die Waffen der Wachen eigentlich ein bisschen stärker. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Just Komm in zu case. Mir, sobald du es erledigt hast. Aye, Sir. Aye, aye. Und wir werden sie alle eliminieren. Ja. Schwing. Ich bestand noch gar nicht hinter ihm. Ich konnte ihn den töten. Schwing. Immer wenn wir so ein bisschen abgelenkt sind vom Kampfgeschehen, kann man sie wunderbar abschlachten. Und zack. Stirbt der Nächste. Und zack. Den hab ich doch gar nicht anvisiert. Den Abschaum habt ihr erledigt. Oh ja, das haben wir. Auf zum nächsten Abschaum. Es wird hier noch genau Abschaum auf uns warten. Da vorne sind schon die nächsten. Da seht ihr sie. Die zwei. Attacke! Die haben uns zwar gar nicht angegriffen, aber wir töten sie trotzdem mal. Man weiß ja nicht, ne? Und. Ach, der ist geblockt. Das ist das Nervige. Schon bei diesen Typen, dass sie die Konters blocken können teilweise. Das wird später noch wesentlich nerviger. Zack, und wieder geblockt. Jetzt stirb schon. Wir können keinen Angriff mehr aufmachen, glaube ich. Oh doch, können wir noch. Ich habe es noch nicht vorher gemacht. Also irgendwie habe ich immer nur einen normalen Angriff gemacht. Gut gemacht. Den Abschaum habt ihr erledigt. Oh yeah, Abschaum. Abstaum, abschmeißen, das können wir gut als Assassine. Huch. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm.
Wuch, tot. So, Mario gehen. Oh, hier sind viele. Ah, Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Hier ist Hoppala, das ist der Falsche. Das war einer von uns, der sehr gerade Kontakt hatte. Hoppala, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Geh du weiter und finde diese Schlange wie Eri. Sieh zu, dass er gerecht. Wir benutzen jetzt mal ein bisschen den Dolch. Den Dolch benutze ich normalerweise so selten. Ich glaube, damit kommen wir wesentlich besser durch die Verteidigung der Gegner durch. Du hast mich angegriffen. Zack, 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 zack. Du hast ja gar keine Angriffsfläche mehr. Attacke, doch mal Angriff. Ah ja, wir könnten sie greifen. Und genau das machen. Und... Kehle durchschnitzen. Und nochmal. Ja, ja, toll, jetzt ist mein Messer blutig. Ja, super, ist echt toll hingekriegt. Zack, das war der letzte. Wo ist Mario hin? Mario ist weg. No, wir müssen zu Mario. Wir müssen ihn noch retten. Oh, eine Kiste. Eine Kiste. Die Kiste nehmen wir mit. Kiste, Kiste, Kiste. Was ist dann? Was ist dann? Was ist das? 255. Wie in Gottes Namen habt ihr Wie in Gottes Namen habt ihr was gemacht? Wir haben leider alle frommen Landschaftsbilder ausverkauft. Alle frommen Landschaftsbilder. Oh, keine Gunst für mich. Schade. So, wir sehen schon, wir sind wieder komplett gesucht. Wir müssen uns demnächst mal so ein paar Herolde suchen oder andere Typen abschlachten. Aber das erste, das Wichtigste ist jetzt erstmal zu Mario zu kommen. Autsch. Ich glaube, das tat ein wenig weh. Er ist voll auf den Kopf gefallen. Voll auf den Nacken. Jetzt müsste eigentlich schon Knack gemacht haben und dann mal das Ende Gelände mit Assassine sein. Ja, was haben wir hier noch? Ach, hier, hier ist ja Mario. Checkpoint. Der Patsy. Und der komische Typ. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun... Gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Der hat dasselbe Symbol auf der Schulter da. Der und der Kommandante, Jacopo. Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Na, klingt aber ziemlich selbstsicher. Das können wir natürlich nicht so lassen. Er wird auf jeden Fall eliminiert. Attentat auf De Pazzi. So, das machen wir dann ganz einfach. Versteckte Klinge ausrüsten. Anschleichen. Und dann boxen wir ihn ab. Dann kriegen wir unsere Rache. Hier ist die Attentatmechanik wesentlich cooler. Aber wir müssen die ganzen Attentate auch erstmal freischalten. Weil noch können wir noch keinen Attentat machen. Wir kriegen noch die ganzen Attentatszenen kriegen wir noch dazu. Den Sprungattentat und... Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. No, ich will ja noch ein bisschen erkunden. No, ich will noch nicht zurück. No. Please, no. No? Ah, verdammt. Es geht doch schon zurück. Ich will noch nicht.
Codex-Seite halten. Yeah! Ein Brief an Francesco de Pazzi halten. Patze, 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 patze. Request-Card in Pazzi. Naja, immerhin ist der Ladebildschirm jetzt besser als im ersten Teil. Immerhin etwas Positives. So. Ich würde sagen, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ja. Wir suchen mal ein bisschen nach den Figuren. Ich habe mal so ungefähr geguckt, wo ein paar Figuren sein könnten. Eine müsste hier irgendwo sein in der Nähe. Ja, yeah, hoch da. Oder die Kirche war da. Kann man die Statuen denn sehen? Da oben müsste irgendwas sein. Ach, das ist eine Feder. Nee, eine Feder wollen wir nicht. Ha! Warte mal. Ja, man sieht sie wunderbar dadurch. So, auf den Mauern war auf jeden Fall keine. Man kann mich gut erinnern. Wir können jetzt auch die ganze Zeit von mir aus mit Adlerauge rumlaufen. Dann wollen wir hoffen, dass wir hier ein bisschen was sehen. Die an der Kirche haben wir ja schon. Ah, da drüben müsste irgendwo einer sein. Utsch. Zack, wir müssen hier hoch. Wir können hier auch erstmal das Adlerauge wieder ausmachen. Die waren relativ gut versteckt. Die Kirche. Ich orientiere mich immer ganz gerne an der Kirche. Die Kirche war da. Also so stehen wir gerade vor der Kirche. Da müsste es irgendwo links davon sein. Adlerauge anmachen. Ist nichts. Gehen wir mal hier ein bisschen rüber. Nichts. Die müssen nicht unbedingt oben sein. Die können auch unten vielleicht im Durchgang gewesen sein. Ah ne, ich glaube, ich habe sie gerade gesehen. Da links am Baum müsste sie gewesen sein. Ha, perfekt. So, zing. Und die nächste. Gehen wir mal wieder nach oben. Von oben sieht man ein bisschen mehr. Das war jetzt, glaube ich, Nummer 3. Jetzt kommt Nummer 4. Die von der Kirche, die haben wir gar nicht eingesammelt, fällt mir gerade ein. Das wird gleich nochmal einsam. Ich habe ja gesagt, das wollen wir dann alles schön bündig in einem Part machen. Schwing. Pluto gefunden. So, dann holen wir uns mal schnell die von der Kirche. Von der Rückwand. Zack. Und... Bremse. Jupiter-Statue gefunden. Hooray! So, hier wieder rüber. Ach, es geht wesentlich schneller, wenn man auf den... Oh, da haben wir schon die nächste. Auf den Dächer lang geht. Als unten drunter lang. Zack. Ja, könnte ich da bitte hoch? Ja, dankeschön, dankeschön. So, hier hatten wir, glaube ich, eine schon eingesammelt, oder? War hier noch eine? Durchgang hier unten? Oder war das oben? Ach, ich hätte besser aufpassen sollen. Verdammt, wie viele haben wir denn jetzt schon? Ah, ne, das war die Feder da hinten. Ich glaube, hier hatten wir die eine schon eingesammelt. Oh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir diese hier schon haben. So. Oh, da hinten ist schon die nächste. Zack. Nummer... Weiß ich nicht, ich habe nicht mitgezählt. Apollo. Gut, Apollo ist jetzt kein Stern, aber... Meine Güte. Man kann sich auch mal vertun, ne? Ah, da hinten. Da hinten ist was. Zack, und da hinten ist noch eine Feder, glaube ich. So. Upp, Venus gefunden. Tschü, tschü, tschü. Oh. Und noch eine. Ich sammle sie schon ein. Mars. So, ich glaube, jetzt haben wir 8, 9 Inventar, Gegenstände, Statuen. 8 Stück haben wir. Gut, dann können wir jetzt anfangen, die zu platzieren und erstmal uns schön die Belohnung dafür holen. So, alle 8. Das ging doch relativ schnell. Ich hätte jetzt gedacht, die ging nur, wenn man die verschiedenen Häuser nochmal öffnet. Und ich habe mir so ungefähr halb gemerkt, ich habe mal so eine Karte angeguckt, wo die ungefähr standen. War doch ganz gut, dass ich das gemacht habe.
habe ich mir gemerkt, dass oben bei der Villa keine waren. 2000! Oh, nehmen wir gerne mit. Dass bei der Villa welche waren und keine waren und auch nicht auf den Stadtmauern oder auf den Stadttürmen. Dass man eigentlich nur durch die Stadtmauer gegangen ist. Öffne dich! Was haben wir hier? 2000 nochmal. Aber können wir so ein bisschen unser Taschengeld ein bisschen auffrischen. Das ist schön, das ist gut. Dann kann man sparen. So, dann haben wir 6 Stück platziert. Zack. Ich glaube, dadurch erhöhen wir auch ein bisschen das Einkommen unserer Stadt. Nochmal 2000. Wunderbra. Wunderbra. So, zack. Und nochmal 2000, bitte. Das hat sich auch schon mal gelohnt. Jetzt haben wir schon 15.000 Florin. Florencio. Florini. Florini. Damit lässt sich einiges anfangen. Ja, yeah, alle Statuen. Oh, wir sind so gut. Wir sind ja so gut. Ah, tut das gut. Gut. Damit haben wir auch erstmal alles hier in Dingens erfüllt, was wir machen können, weil es gab hier nur eine Glyphe. Habe ich richtig gedacht. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Sag ich ja, Saufen, Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, alles dreht sich nur um Sex, Sex, Sex. Ja, Onkel? Codex-Seiten. Ah, jetzt erfahren wir mal hier. Die Fazio unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas. Und Großmeister des Templerordens. Na, wird das alles schon... Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja. Und er wird auch dich töten. Wenn er kann. Wenn dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Ja, gut. So, jetzt lernen wir was über die Codex-Seiten. Auf einmal verschwindet der Mario einfach. Ah, hier ist er ja schon wieder. Sieht bekannt aus? Weitere Codex-Seiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Ei. Ja, das ist nämlich das große Geheimnis hinter den Codex-Seiten. Codex der Assassinen, von Altair geschrieben. Und hat eine Karte versteckt, die wir dann später nochmal anordnen müssen. So, aber erstmal müssen wir jetzt mit dem Spiel weitermachen. Wir treffen jetzt, glaube ich, nochmal Claudia um. Oder die Mutter. Immerhin haben wir schon mal das mit den Federsammeln haben wir schon mal freigeschaltet. Ach ne, Aussichtspunkt der Villa erreichen. Das, was wir eigentlich schon gemacht haben. Gleich zum Anfang. Jetzt haben wir uns die Villa angeguckt. Von ganz oben. Ja, hoch. Hoch. Mein Gott, ist die Villa heruntergekommen. Wir müssen echt noch ein bisschen Geld sammeln. Damit wir die Villa wieder aufrüsten können. Das macht mir immer am meisten Spaß so. Wenn man irgendwie eine Basis hat, die man erstmal immer Stück für Stück verschönern kann.
Und irgendwann, da strahlt es einfach in komplett schönem Glanz. Das wird noch so toll. Oh, ich freue mich schon darauf. Das wird so geil. Das wird so hammermäßig geil. Geilomat. Dolly Buster und Fleischsalat. Ja, das sind so die Lyrics. Von einem Lied, was damals recht cool war. Ich weiß nicht warum, aber man, das waren so Jugendsünden. Man war jugendlich und fand das cool. Vielleicht kennst du noch ein oder andere, ich will jetzt nichts weiter dazu erwähnen. Besser ist es. So. Dann haben wir hier noch eine Codex-Seite. 4 Stück wirklich schon hier. Oh, okay. Den nehmen wir gerne mit. Dann haben wir noch 2 in Florenz. Und dann haben wir natürlich in Florenz noch den 3. Stadtteil, den wir aufdecken müssen. Da wird es dann wahrscheinlich auch nochmal 1, 2, 3 Stück geben. Die werden wir uns auch noch alle unter die Nagel reißen. Aber ich merke schon, ich sollte langsam wieder Schluss machen. Wir haben schon wieder unsere Marke erreicht. 20 Minuten. Genauso wie im ersten Assassin's Creed-Teil wird die jeweils 20 Minuten gehen, weil dann fängt man was an und kann auch was zu Ende bringen. Und es ist einfach genau die richtige Zeit, glaube ich. 15 Minuten lohnt sich nicht wirklich für das so. Plündern wir noch einmal schnell. Und eine weitere Codex-Seite. Gut, dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war's von mir, eurem Punkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.